Sul Sul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zur City Life Challenge. So, es geht weiter. Ja, letztes Wochenende, ist sie leider ausgefallen aus krankheitstechnischen Gründen. Da wollte ich ja eigentlich den Freitag vorweg aufnehmen, weil ich am Wochenende nicht da war. Ja, und da hat mir mein Körper dann doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber dieses Wochenende geht es weiter. Für Trinkgeld singen kann man nicht zufällig, oder? Genau, Lebensrettung. Ja, das habt ihr nämlich leider nicht gesehen. Letzte Woche wäre nämlich Jared fast verbrannt. Er ist zumindest angebrannt. So dezent. Gemälde anfertigen ist abgeschlossen. Sie hat auch durchaus das ein oder andere hier noch drin. Warte mal, wir haben so viele gewöhnliches Tuning-Teil. Können wir nicht immer so ein paar Sachen verbessern? Selbstreinigende Wandbeschichtung. Wasserstromregulierer. Pulsierende Massagebürsten. Dürsten ist auch gut. Selbstreinigung ist auch immer super. Nickerchen machen? Nein. Ich würde sie gerne ein selbstsicheres Gemälde malen lassen. Ich möchte gerne, dass Jared sich hier hinten an unseren sanitären Anlagen austobt und die verbessert. Ich möchte, dass das der Herr im Haus macht. So, die haben da hinten Spaß. Gut, dass uns das jetzt gerade ausnahmsweise mal nicht tangiert, weil Jordan nicht schläft. Wie weit ist sie eigentlich mit ihrer Malfähigkeit? 9. 9,5, also 9 und kochen hat sie drauf. Ich wollte sagen, dass sie malen und kochen drauf hat. Trotzdem ist sie stinkig, weil sie das bis hierhin hört über den kompletten Flur, wie die da hinten drüben, ne? Das Bett zum Quietschen bringen? Und ich finde das Katzenbild nach wie vor so süß. Komm, das hier ist jetzt eins, das ist jetzt offiziell eines der süßesten YouTube-Videos, denn es ist ein Katzenvideo. Oh Gott. Oh weia. Ja, ich bin ja immer noch gespannt. Jetzt ist ja demnächst die E3. Ich glaube nicht, dass da schon was angekündigt wird zur nächsten großen Erweiterung. Kann ich mir nicht vorstellen, weil das jetzt so ist, dass die immer sehr kurzfristig, ja, schade, kein Meisterwerk, weil die ja immer sehr, sehr kurzfristig angekündigt werden. Habe ich gesagt, kurzfristig? Nee, kurzfristig habe ich gesagt. Und deswegen denke ich nicht, dass da schon was angekündigt wird. Eher dann schon auf der Gamescom im August. Lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht wird es auch noch wieder ein bisschen dauern, wenn ich überlege, wann wurde denn Großstadtleben letztes Jahr angekündigt? Es war auf jeden Fall, hat das schon eine ganze Weile gedauert, bis das angekündigt wurde. Also es hat, ja, doch, bis Herbst hat das gedauert, ne? Im Oktober, Anfang Oktober, war ich auf dem Event, wo ein paar Leute das Addon schon vorher testen konnten. Und im Dezember kam es dann ja raus. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder im November? November? Dezember? Ich glaube im November. Ich bin auf jeden Fall ganz guter Dinge, dass das nächste Addon sich endlich mit Tieren beschäftigen könnte. Denn da sind so viele Sachen schon jetzt im Vorfeld aufgetaucht. Daten, die darauf hinweisen. Also ich denke, da haben wir eigentlich ganz gute Chancen drauf. Wäre auf jeden Fall schön. Was gibt's hier zu essen? Ach nee, Obst und Gemüse. Was gibt's hier zu essen? Kennen wir alles schon, oder? Ich meine, hier können wir nicht singen. Wir könnten hier... Hier kann man nur an der Geige spielen und auf der Gitarre. Ich glaube nicht, dass wir für Geld singen können, für Trinkgeld singen. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber... Sie möchte mit Ashaya plaudern, mit Ashaya Kumar, das klingt sehr indisch. Und Advik Gandhi, das klingt auch alles indisch. Gehen hier wirklich auch die Inder am indischen Stand essen? Wie klischee-mäßig.
Oh Gott, aber sie hat jetzt nun gleich wirklich einen ausgeprägten Energienotfall. Ich glaube, wir sollten dann Jordan doch lieber nach Hause schicken. Es ist noch so früh am Tag. Komm, schicken wir sie mal kurz ins Bett. Sie kann sich mal ein bisschen hinlegen, ein bisschen Energie tanken wieder, aber... So. Zieh dich mal was an. So, Outfit ändern. Was verpassen wir ihr? Das hier. Wollen wir ihr nicht auch mal eine andere... Komm, wir verpassen ihr auch mal eine andere Frisur. Ich finde, da sind so tolle Frisuren dabei gewesen beim Elternfreuden-Pack. Ich liebe die einfach nur. So, sie kann hier mal ein Gourmet-Menü zubereiten. Wir haben... Ach, verflixt. Sie kann, glaube ich, noch nicht so sonderlich gut gourmetmäßig kochen. Nicht, dass hier sie auch noch alles in Brand steckt. Yo, krieg dich mal wieder ein, Vogel. Habt ihr gerade bestimmt gehört. Bei mir ging da gerade ein Vogel ab. Boah, ich liebe diese Frisur. Es ist nur mit den Wimpern halt nicht toll. Es ist nur mit den Wimpern ein Problem. Ansonsten ist sie so wunderschön. Ich liebe die. Liebe, 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 wo ist denn die neue Frisur? So sieht sie so Kathy-mäßig aus, ne? Ist auch cool, aber die macht sie älter. Ach, ich habe so viele schöne Frisuren runtergeladen. Warum habe ich die eigentlich noch nie irgendwo genommen? Die ist total toll. Ja, ich wollte nach einer anderen Frisur suchen. Geht euch das auch mal so, dass ihr euch so leicht ablenken lasst? Nee, die ist runtergeladen, die ist zwar ähnlich, aber das ist nicht die... Das ist nicht die Frisur, die du suchst. Oder die ich suche in dem Fall. Passt das zu dem Oberteil? Zu dem Outfit? Mir fällt auf, dass sie bei dem hier gar nicht geschminkt ist. Was war das gerade? Wenn sich die Luft beim Atmen überholt, ist immer wieder spannend. Wir könnten auch die Frisur hier immer noch verpassen, bei dem Outfit vielleicht. Das sieht cool aus. Was habe ich denn, was habe ich denn, was habe ich denn für Make-up bei den anderen? Da habe ich so Blaues. Blau, blau, blau sind alle meine Farben. Blau, blau, blau ist alles, was ich mag. Ist das, ne? Ja. So, da hat sie jetzt ein bisschen anderen Kajal. Ich glaube, da verpasse ich auch gleich mal ein anderes Oberteil zu. Das hier ist nice. Aber ich möchte hier mal noch ein bisschen was anderes zupacken. Mal zumindest ausprobieren. Zumindest ausprobieren. Das können wir machen. Wangen. Und lippenmäßig hier. Wir haben hier das Kylie Jenner Lip Kit. Es sind tatsächlich coole Farben, die ich hier runtergeladen habe. Aber sie müssen halt zum Sim passen. Und das passen sie in diesem Fall hier überhaupt nicht. Was haben wir hier für Farben? Komische. Hiervon vielleicht was. Wir haben bestimmt auch was ganz Natürliches dabei. Oh, ihr Liebe, so einen Lippenstift hätte ich gerne mal. Also nicht so, eher so oder so. So einen richtigen lila Ton. Ich finde das voll toll, diese Farben. Das finde ich jetzt eigentlich eine ganz schöne Farbe. Sehr natürlich, glänzt ein bisschen. Nee, ich glaube, wir bleiben bei der. Ja. Ohrringe könnte sie mal noch bekommen.
Ich weiß, momentan bin ich tatsächlich so, dass ich sehr, sehr viel hier rum erstelle und rum probiere. Aber ja, ich finde, unsere Sims sehen immer so lange so gleich aus. Das wäre auch mal schön. Dazu bräuchte sie nur eine andere Hose. Wenn wir das Oberteil vielleicht zu der Hose verpassen würden, können wir auch mal ausprobieren. Wenn es euch stört, dass ich momentan so viel rumexperimentiere mit Oberteilen, dann sagt mir das bitte. Auch schön dazu, ne? Oh, das ist süß. Mit den Blümchen. Das ist auch voll schön. Gab es das nicht auch mit roten? Nee, das hier gab es in weiß mit roten Tupfen. Finde ich jetzt aber nicht so gut zu der Hose. Das finde ich mal schön. Das nehmen wir. Ich will hier mal gerade eine andere Hose zu ausprobieren. Ach klar, natürlich, das ist ja eine Leggings. Die Hose gefällt mir an ihr, aber nicht zu dem Oberteil. So, machen wir das. Nein, Quatsch. Ich glaube, die Auswahl der richtigen Hose zu diesem Oberteil ist so ein bisschen schwierig. Ist, glaube ich, so ein bisschen tricky, dass man da was findet, was gut dazu aussieht. Weil generell könnten wir zu der Hose vielleicht was kombinieren. Die Farbe, ohne Scheiß, die würde ich direkt so anziehen. Finde ich genial. So, vielleicht so. Und dann gucken wir nochmal bei den Oberteilen durch. Was wollte ich denn jetzt eigentlich für ein Oberteil ihr anziehen? Auch süß zusammen, oder? Ja, immer das richtige Oberteil finden. Das ist so eine Sache. Das hier, das habe ich noch nie irgendwie angehabt. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Das ist auch toll. Solche Sachen könnte man auch ganz gut kombinieren. Jetzt nicht unbedingt, das passt nicht zur Gürtelfarbe. Das wäre auch süß. Ist auch so ein unheimlich schönes Oberteil. So würde genau ich rausgehen. Also jetzt, wie gesagt, ich finde, der Gürtel passt nicht zum T-Shirt. Sag mal, das gibt's doch nicht. Bin ich jetzt blöd? Wahrscheinlich. Elternfreuden, da ist es. Sportlich, aber das macht sie irgendwie, ist das ist unvorteilhaft für die Figur. Oder wie seht ihr das? Ich find's unvorteilhaft. Komm, das ist cool. Damit fällt sie richtig auf. Das strahlt. Da würde ich vielleicht nur gucken, dass ihr hier mal einen anderen an... Bei einem Outfit hier einen anderen Lidschatten nehmen. Ich liebe es. Love it. Love it. Absolut. Würde ich so sofort auf die Straße anziehen. Bitte einmal das Outfit zum Ausdrucken. Finde ich klasse. Okay, ich würde jetzt nicht so geschlossene Halbschuhe zu anziehen, so geschlossene Sommerschuhe. Ich würde dazu jetzt eher Ballerinas kombinieren, aber das, ja. So,
Was machen wir? Pasta Primavera wäre mal was. Ja, mach Pasta Primavera. In der Partygröße. Dann muss Jared nicht kochen, dann kann er sich einfach aus dem Müll, Mülleimer raus ernähren. Ich wollte sagen, aus dem Kühlschrank. Ja, natürlich. Mülleimer und Kühlschränke, das ist ja nun auch fast dasselbe. Klar, absolut. Oh Mann, oh Mann. Okay, ihr Lieben. Ich würde aber sagen, für heute war es das erstmal. Wir sehen uns morgen wieder. Da wird erstmal die Musik angemacht. Morgen geht's weiter mit der City Life Challenge. Ich glaube, das war mal ganz entspannt, mal nicht jede Folge wirklich auf Krampf Geld verdienen zu müssen. Aber ich denke, morgen könnten wir dann vielleicht nochmal einen Stand draußen aufbauen. Muss sie morgen arbeiten? Ja, muss sie. Das ist ungünstig. Gucken wir einfach mal, vielleicht, wenn sie von der Arbeit wieder heimkommt. Und ja, dann danke euch fürs Zuschauen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.